Also, weil wir gerade über Ali über Masturbation. Warte, ich müsste jetzt kurz Ali meinen Stream schauen, okay? Stopp, ich muss erst öffnen, warte kurz. Ich muss euch jetzt was zeigen, was immer griffbereit ist. Warte. Und ich kann es jedem Mann am Herzen legen, der wirklich jeden Tag oder. Hallo, ich hab noch nicht. Hallo. Gefühlt jeden. Ja, ich rede noch gerade. Der gefühlt jeden Tag oder jeden zweiten Tag seine Schlange wirkt. Ich schwör, dieser Tipp, der wird euer Leben helfen. Vor allem vergisst die Socke. Ich schwör. In eine Socke reinzuwichsen, das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Es gibt Menschen, die das machen. Und das ist sogar ein Trend, glaube ich. Aber habt ihr jetzt alle den Stream offen? Kann ich es euch zeigen? Ja. Also, ich zeig's euch. Wenn ich hier hintergehe, da ist mein Bett. Da ist mein Fenster und Fensterbank. Und da habe ich eine Lampe, die seht ihr nicht. Aber hinter der Lampe, immer gut versteckt, habe ich eine Rolle Toilettenpapier. Und immer, wenn ich fertig bin, nehme ich immer so... Ich schaff alles. Nein, ich schaff alles. Das ist immer so die Menge, die ich ungefähr brauche. Da mache ich immer Schritt 1, okay? Richtige Masturbation. Als erstes die Hand sauber machen, okay? Das ist das Erste, was man immer macht. Zweitens, alles, was auf den Bauch gelandet ist, das mal schön wegwischen. Oder bei mir eigentlich immer so. Ich schwöre, ich kann es immer. Das ist. Dass ich. Es landet immer irgendwas so im Gesicht oder so. Das mal alles schön weg. Dann nimmt man das Nächste, alles vom Bauch weg. Drittens, alles vom Schwanz. Tut man alles schön wegwischen. Dann beim letzten nimmt man noch eins. Und dann habt ihr hier so, das ist euer Müllberg, der schon komplett voll ist. Dann nehmt ihr so ein neues Stück Papier, umwickelt das, dass ihr nicht gar keinen direkten Kontakt mehr habt zu eurem, zu eurer Ausscheidung, zu eurem Leben, zum potenziellen Leben. Und dann geht ihr einfach danach aufs Klo, weil ich muss danach immer aufs Klo gehen und vernichtet eure Beweise. Und Ende. Ich schaff alles. Das Schlauste, was ihr machen könnt. Also, Sebastian, was sagst du? Es ist Eiweiß, man kann es. Ja, eh. Es hat die gleiche Wirkung wie Traubenzucker. Das habe ich im Sexualkundeunterricht in der Schule gelernt. Also, Sebastian, was hast du dir gedacht? Bitte sag mir nicht schon zu lachen. Du hast mein Fenster, da ist mein Bett. Da hab ich schon gedacht, jetzt sagst du ja, dann geht's halt beim Fenster aus. Warte, ich werd euch kurz zeigen, wie es aussieht, wenn ich mir ihn runterhole, okay? Also, lass alle noch Stream auf. Also, ich geh zu meinem Bett, zu meinem Fenster, mach das Fenster raus. Dani, das interessiert dich sehr, oder? Aber schön auf die Nachbarn schlafen. Und ich schau mal, das ist immer so ungern, wenn ich mir draußen vorm Fenster runterhole. Auf einmal jeder Nachbar kommt raus, filmt so mit Taschenlampe. Ich fühle mich da immer so fame. Nee, aber in Wahrheit, also ich kann es euch zeigen, ich lege mich einfach so in. Warte. Hast du heute denn nicht? Das darf ich nicht vergessen, aber ich lege mich immer so ins Bett. Hier so, ich hab immer Paranoia, ich muss immer meine Kamera abdecken, weil wenn die nicht abgedeckt ist, ich schwör auf alles, ich hol mir keinen runter. Immer so auf den Rücken legen, dann hab ich hier mein Handy, schau so Videos oder Bilder, eigentlich immer nur Videos und dann mache ich halt. Und wie ich's abwische, habe ich eh schon erklärt. Hä? Fetische, okay? Reden wir mal über Fetische. Wollt ihr offen über Sex reden oder sagt ihr, nee? Egal. Weil ich weiß nicht, wie, also du bist gerade erst mal 15, ich weiß gar nicht, ob dein Sexualleben überhaupt vorhanden ist. Nee, ist oder nicht. Ob du schon gehattest. Nee, ist nicht und war auch nicht. Okay. Dann werde ich dich jetzt mal rauskriegen. Nein, Spaß. Nee, aber ein Kumpel von mir, also ich schwör auf alles, das bin 100%. Nein, warte, ich kann gar nicht mehr erst anfangen, was sonst glaubt man eh, das bin ich. Nee. Nee, aber eins kann ich sagen von mir aus, okay, dann rede ich von einem Kumpel. Was ich für mich geil finde, also für mich selber, ich find's geil, wenn man mir, also nicht durchgehend, aber so, keine Ahnung, beim Vorspiel oder so, eigentlich hauptsächlich nur beim Vorspiel oder wenn ich dabei bin zu kommen, wenn man mir in die Nippel kneift. Find ich gar nicht mal so schlecht. Aber nicht zu fest, weil wenn es zu fest ist, das ist schwierig. Und niemals beißen, das finde ich komplett abtörner, wenn man mir in die Nippel beißt. Aber so kneifen, geil. Ich schaue auf alles. Aber auch nur beim Vorspiel und wenn ich komme. Aber sonst dazwischen, ne, eher mal fehl am Platz.
Dani, erzähl du uns was ein bisschen. Dani, wenn du willst, offenbare uns deine Fetische. Was soll ich offenbaren? Aber warte, grundsätzlich, ich weiß nicht, willst du darüber reden? Hey Nico, du kommst gerade zur perfekten Zeit. Ich hab gerade erklärt, wie ich mir einen runterhole und was ich halt dafür benötige. Und wir reden gerade über Sex. Nico, du kleiner Schwänz, komm her. Schwänz! Okay. Dani. Darf ich dich Dani nennen schon, oder? Ja. Daniela. Macht sie was aus, so öffentlich über Sex zu reden? Nee, okay. Willst du mal etwas. Wollen wir etwas über das Thema Sex reden? Ja. Passt. Keine Ahnung. Okay. Nee. Hast du ein aktives Sexleben? Ja. Warte, bist du in einer Beziehung? Ich meine, du musst nie. Also wenn du nicht antworten willst, musst du nicht antworten. Nee, ich hab so eine. Freundschaft-Plus-Sache sagen. Perfekt. Ich finde das auch sehr wichtig. Also wechselnde Partner finde ich, also für mich persönlich, es ist, jeder darf das machen, was er will, gell? Aber für mich selber, ich könnte mir nie irgendwie so festlegen auf nur One-Night-Stands. Ich meine, okay, ich hatte schon ein paar One-Night-Stands, aber ich kann jetzt nicht irgendwie so wie Barney's How I Met Your Mother machen, die perfekte Woche oder einen perfekten Monat, wo ich jeden Tag wen anders brauche. Aber so Freundschaft plus, ich schaffe einfach Harmonie da ist und wenn wirklich beide einfach nur wissen, es geht nur um den Sex und so körperliche Nähe, alles perfekt. Und wenn einer mal Liebe oder Feelings catcht, dann ist es halt schwierig. Dani, was sagst du dazu? Ja, es ist halt immer. Es hat immer viel Risiko dabei, wenn man so eine Freundschaft-Plus-Sache am Laufen hat. Weil, ja, eben das mit den Gefühlen. Oder dann kommt irgendwann Eifersucht ins Spiel oder so. Warum Eifersucht? Ja, weil es heißt ja nicht, wenn du in Freundschaft-Plus bist, dass du nebenbei nichts laufen. Also, dann redest du von einer offenen Beziehung, oder? Nee. Ja, kommt darauf an, ich finde, bei Freundschaft Plus braucht man Regeln, weil sonst eskaliert es meistens relativ schnell. Ich hatte mal Freundschaft Plus, gell? Ich hab alles, das war da, am Ende war es einfach, also wir haben uns nie Regeln festgestellt, wir haben uns einfach immer so getroffen, gell? Und vor und nach dem Sex haben wir nie was miteinander gemacht, so. Wir haben uns wirklich nur getroffen, um den Sex zu haben und dann sind wir wieder getrennte Wege gegangen. Und von einem Tag auf den anderen. Oh. Ui, da will jemand schon damit wissen lassen, dass sich Kryptowährung lohnt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die 10 Bits. Und von einem Tag auf den anderen. Ja, komm, lass uns nach dem Sex noch ein wenig unterhalten. Und ich habe mir gedacht, okay, warum nicht? Und werd so gefragt, so, ja, wir könnten mal was essen gehen. Wir könnten noch mal irgendwo hinfahren. Und ich denke mir so, bruh, nein, ich will jetzt wirklich auf gar keinen Fall irgendwas außerhalb vom Bett mit dir machen. Ah, und dann habe ich nicht gewusst, wie ich das wirklich sagen soll. Und ich habe gesagt, ja, können wir machen. Warum nicht? Sofort blockiert, nie wieder gemeldet. Ach, ja.